Es ist einmal ein Patient zum Arzt gegangen. Und dann hat der Arzt gesagt, oh ja, sie sehen nicht gut aus, sie haben noch 3 Monate zum Leben. Okay, irgendwann nach 3 Jahren treffen sie sich zufällig auf der Straße. Und dann kommt der Patient auf den Arzt zu und sagt, ja, sehen Sie, ich habe überlebt. Und dann sagt er, also, ja, dann ist, sie sind eindeutig falsch behandelt worden. Leben ist Wachstum, Leben ist Bewegung, Leben ist Liebe, Leben ist Denken. Und irgendwann ist Leben auch Sterben. Ich glaube, wenn du auf die Welt kommst, kriegst du ein Drei-Buch. Und dann machst du etwas aus diesem Drei-Buch. Ich bin mir bewusst, dass es immer wieder kommt. Das ist der aggressivste Tumor, das Glioblastom. Und nach Schulmedizin nicht heilbar. Sie müssen jetzt einfach nur noch toll sein. Das ist ja so. Das ist ein Mischlein. Das beste Verhütungsmittel. Warum machen wir uns selber die Angst vor etwas, das wir nicht einmal kennen? Schwierige Frage. Die Frage, ob ich jetzt bereit bin, zum Gehen. Ich will noch mit meinem Partner schlafen. Wahrscheinlich wäre es ein Schock, wenn wir den ganzen Tag hier und dann wäre es einfach fertig. Das ist bei einem Profi. Mit der Schwelle in einem Profi. A force de te faire des ravages. Der Spruch, ja, das mache ich dann irgendwann einmal, das gilt jetzt nicht mehr.